Hallo liebe Freunde von Amüsiertablette, herzlich willkommen zurück bei uns auf unserem Kanal und heute wieder mit World of Warships. Allerdings heute keine Tirpitz-Runde, sondern stinknormales Gameplay, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar fahren wir heute mal mit der Omaha und der Cleveland eine Runde. Heute ist ja der Patch 0.4.1 endgültig erschienen. Die Patch Notes sind so riesig und groß und umfangreich, dass ich da am besten noch gar nichts zu sage, sondern tatsächlich einfach mal in die Beschreibung unten die ganzen Änderungen verlinken werde, weil da sind so viele Schiffe verändert worden, da wurden so viele Kleinigkeiten geändert. Wir haben auf unserem Kanal, es ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube 1 bis 2 Wochen, haben wir einen kleinen extra Film bzw. extra Video darüber gemacht, was jetzt die genauen Änderungen oder was die Änderungen, die groben Änderungen sind von 0.4.1. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Meerenge, das ist schon eine der neuen Karten, die es dort gibt. Das Matchmaking sollte verbessert worden sein. Wir fahren Dreier gegen Vierer und Fünfer. Ich weiß nicht so genau, wie es da jetzt hinhaut. Die Anzahl an Flugzeugträgern ist jetzt gleich, das stimmt wohl. Wir schauen uns das einfach mal an, wie die Karte jetzt ist. Aber das gehört auch mit dazu. Zwei neue Karten, Meerenge und irgendwie die Salomoneninseln. Wir schauen uns das einfach an und gucken mal, was so da geht. Wir fangen an mit B. Wir haben B. Wahrscheinlich haben wir eine feindliche Flotte uns gegenüber, was so im Bereich A, B, C 1, 2, 3 ist. Und unsere Flotte ist auch nochmal hier auf A, B, C 7, 8, 9, 10 und auf H, G, H, J verteilt und das wird auf der anderen Seite gespiegelt genau dasselbe sein. So, wie gesagt, Patch Notes, die grobe Übersicht könnt ihr euch bei uns vom Video ansehen, was auch Patch 0.4.1 heißt. Müsst ihr dann bei uns mal auf dem Kanal schauen. Ansonsten werde ich die Beschreibung nochmal verlinken, was jetzt genau geändert wurde, weil das sind wie gesagt zu viele Kleinigkeiten, dass ich sie wirklich alle aufzählen könnte. Ich muss meinen Sound mal ein bisschen lauter drehen. Sonst höre ich hier nichts. Ah, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was mich da so erwarten wird. Wir werden hier wahrscheinlich B verteidigen. Die unten müssen A angreifen. Würde Sinn machen, zumindest was die Verteilung anbelangt. Da sind auf jeden Fall Flugzeuge. Ich bin entdeckt worden. Also ist ja auch irgendwo ein Zerstörer. Da drüben ist was. Darauf werden wir jetzt schießen. Was macht er denn da? Ja, weicht gut aus. Wir werden mal hinterher düsen. Setzt uns mit HE zu. Wenn ich weiterfahre, sollte nichts passieren. Oh shit. Ja, wenn ich weiterfahre, sollte, hätte, könnte. So, jetzt muss ich ihn aber empfindlich treffen, sonst war es das hier bald für mich. Kacke. Ja, jetzt hat er mich getroffen. Das Feuer können wir ausmachen. Irgendwo vor mir fährt was, was ich treffen sollte. Auch eine Omaha.
Alles fängt hier an zu brennen. Guck mal, treffen wir die Omaha? Jo. Und sehr empfindlich sogar. Und die uns leider auch sehr empfindlich. Komm schon. Jawohl. Jetzt abhauen. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Oh. Ich will mich reparieren. Komm, ich will mich reparieren. Schneller, schneller reparieren. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Drücken, 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 drücken. Nein. Ah, ich habe gerade auf Reparieren gedrückt. Da war aber auch meine Lebensanzeige schon zu Ende. Boah, 7 Zitadellentreffer, ey. Pff, leck mich am Arsch. Okay, unser Zerstörer hat den feindlichen Flugzeugträger gefunden. Macht Sinn. Die sind alle abgebogen durch die Enge hier unten anscheinend. Also bei 2-3, EF-2-3 sind die wahrscheinlich abgebogen unten reingefahren. Oder hier auch teilweise um die Meeresenge rum. Macht Sinn. Ist auch gar nicht so eine üble Idee gewesen, aber... Jetzt ist deren Flugzeugträger natürlich im Arsch. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Flugzeug habe ich auch einen abgeschossen. Ja gut, hilft uns auch nicht weiter. Ja gut. Also das eine neue Karte. Schön. Nehmen wir uns jetzt mal die Cleveland. Naja, Cleveland bin ich schon eine Weile nicht mehr gefahren. Echt mal angucken, ey. Norden. So, die Farben der Kreuzer, Zerstörer und Schlachtschiffe haben sie meiner Meinung nach ein bisschen geändert. Was jetzt natürlich eine reine Kosmetiksache ist und nichts Weltbewegendes. Aber es ist jetzt mir aufgefallen gerade. Die Kreuzer wirken jetzt so ein bisschen blaugrünlich stich so in etwa. Die Zerstörer haben so die alte Kreuzerfarbe. Und die Schlachtschiffe haben, oder haben die Schlachtschiffe die alte Kreuzerfarbe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie noch klar zu unterscheiden. Gegen Pensacolas und eine Furutaka. Hm. Dafür sind wir einige Schiffe mehr, einige Kreuzer mehr. Da müssen wir mal sehen, welche Startposition wir haben. Dann sehen wir mal weiter. Weiter, wo sind wir denn? Hier. Pensacola kommt mit. Was haben wir hier noch? Eine Fuso. Ah, jetzt könnte man natürlich zu D rumfahren. Oh, sieht aus, als hätten sie ja auch ein bisschen animiert. So, Bäume, Dörfer und so weiter wollten sie ja auch alles etwas mehr oder besser animieren. Zumindest sind mir hier die Bäume aufgefallen. Gut, jetzt sagt man sich natürlich, wer braucht denn Bäume überhaupt in so einem Spiel? Ich finde, so wenn so ein bisschen Liebe zum Detail mit dabei ist, finde ich das gar nicht übel. So, die Frage ist, wohin wir die Fuso? Ich würde ganz gern die Fuso etwas beschützen. Aber die Fuso haut schon echt rein. Das ist ein Schlachtschiff. Und die Fuso nimmt auch schon die andere Fuso unter Beschuss. Gut, wir werden rechts rumfahren, so wie es aussieht. Oder kommt da hinten, kommt was auf uns zu, Pensacola technisch.
Gucken wir mal, ob ich die gleich ins Zielkreuz kriege. Krieg! Nee, krieg ich nicht. Ich hab's einfach getan, was soll's. Ich und die Fuso, wir werden ein gutes Team bilden. Hoffe ich. Zumindest. So, die andere Pensacola fährt schon mal auch Richtung D. Die haben schon den Braten so ein bisschen gerochen, glaube ich. Oh, er wird jetzt 11.000 Schaden abbekommen haben. Komm, Fuso. Lass uns D einnehmen. Da ist eine New York. Aber ich sehe auch keinen Zerstörer bei uns auf der Seite. Oh, doch. Our team has taken the lead. Torpedos abgesetzt. Das ist ein Zeichen dafür, dass man jetzt am besten verschwindet. Ich habe Gas gegeben. Kann einen zum Kotzen bringen, muss es aber nicht. So, jetzt biegen wir hier nochmal rum. Dann haben wir die Motte gleich. Boah. Da hat das Schwein gehabt. Boah. Shit. Mein Plan, die Fuse zu verteidigen, hat ja wunderbar funktioniert. Ja, das dachte ich mir. Alter Falter. Da hat die Fuso einen extrem guten Treffer gelandet. Wir werden noch mal ganz kurz umschwenken auf Brand. Er wird ein bisschen langsamer. Das muss ich jetzt bedenken. Und ich schieße auch jetzt ein bisschen drüber.
mal ganz kurz die Schnauze hindrehen. Jo. Burn. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass er mich jetzt doch relativ hart getroffen hat. Das ist nicht cool. Ich muss ihn nochmal in Brand stecken. Oh, wie konnte er denn da nachladen? Hat er sich eine übrig gelassen? Aua. Schon, Alter, ist doch nicht dein Ernst, oder? Komm, brenn schon weg jetzt. So. Sieg! Das muss der Siegtreffer gewesen sein. Siegtreffer! Ja, so kann's gehen, ne? So macht das Spaß. Ich habe auch gar nicht auf die Punktzahl geachtet, um ehrlich zu sein. Aber wir scheinen gute Arbeit geleistet zu haben. Ich habe auch nicht mehr gesehen, wie viele noch übrig waren. Ich habe überhaupt gar keinen Blick mehr für die Karte gerade gehabt. Aber gut, so sei es. Wie gesagt, Patch 0.4.1 ist raus. Schaut euch gerne bei uns um. Wir lassen hier nochmal alles da in der Beschreibung. Den Link zu unseren Patch Notes, die wir da haben, die wir da gefunden haben. Teilweise leider auf Englisch oder beziehungsweise vollständig auf Englisch. Ansonsten in unserem Video Patch 0.4.1 von World of Warships auch in unserer World of Warships Playlist zu finden. Habt ihr nochmal alle Daten im Überblick, beziehungsweise da habt ihr nochmal die groben Änderungen nochmal alle auf Deutsch erklärt. Ich danke euch fürs Zusehen, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchcow. Bis dahin, haut rein. Ciao.